Neue Hardware, neue Fernbedienung, eine neue Oberfläche und Apps. Hallo, hier ist der Sebastian von Giga. Apps, das ist die zentrale Neuerung des Apple TV. Und darauf hat Apple sowohl die Hardware als auch die Software, das Betriebssystem hin optimiert. Und diese zentrale Neuerung, das neue Konzept von Apple TV, das schauen wir uns jetzt mal an. Apple TV ist eine kleine schwarze Box, in der neuen Ausführung mit 3,5 cm etwas höher als der Vorgänger. Per HDMI wird Apple TV an einen Fernseher angeschlossen. Außer einer Steckdose benötigen wir einen Internetanschluss über Ethernet oder WLAN. Im Inneren arbeitet ein leistungsfähiger A8-Prozessor, das entspricht iPhone 6 Niveau. Die Ausgabe von Filmen und anderen Inhalten erfolgt in Full-HD-Auflösung. Zwei Varianten von Apple TV stehen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich lediglich in der Speichergröße, nämlich 32 oder 64 GB. Der Preis beträgt 179 bzw. 229 Euro. Im Lieferumfang des Apple TV ist die neue Fernbedienung Siri Remote enthalten. Über den 6 Tasten befindet sich ein Touchfeld aus Glas für Wischgesten. Außerdem sind Bewegungssensoren integriert, die besonders bei Spielen wichtig werden. Die Fernbedienung wird dann zum Tennisschläger oder Lenkrad. Das Design der Benutzeroberfläche hat sich vom Konzept her nicht geändert. Apple hat es aber ordentlich aufgehübscht mit Reflexionen und 3D-Effekten. Die Kategorien und Apps lassen sich auf dem Homescreen nach Belieben umsortieren. Einen eigenen Videostreaming-Dienst bietet Apple nicht an. Filme und TV-Serien können aber geliehen und, wenn auch nicht gerade preisgünstig, gekauft werden. Zudem ist Netflix in den Filmsuchseiten angebunden, sofern der Nutzer für diesen Dienst ein Abo besitzt. Wer ein Abo von Apple Music nutzt, kann Songs und Alben direkt auf Apple TV aufrufen und abspielen. Siri dient in erster Linie zum Suchen von Filmen. Außerdem können wir mit Sprachbefehlen in Filmen spulen, die Wettervorhersage aufrufen, Apps starten und mehr. Zwei Mikrofone sind in der Fernbedienung verbaut, damit Siri die Stimme von den Umgebungsgeräuschen besser unterscheiden kann. Endlich halten Apps auf Apple TV Einzug. Der App Store ist für die Bedienung auf dem Fernseher optimiert. Aktuell liegen der Fokus vor allem auf Videostreaming. Es gibt zum Beispiel Anwendungen von Netflix, ZDF, Vimeo und Arte. Aber auch auf Spielen, von simplen bis konsolenartigen Produktionen. Populär sind außerdem Bildschirmschoner und Fitness-Apps. In den nächsten Monaten und Jahren werden bestimmt noch viele interessante Lösungen vieler Entwickler erscheinen. Die große Welt der Apps steht unserem Fernseher nun auch über Apple TV offen. Die Zukunft des Fernsehens, so nennt Apple im Marketingdeutsch das neue Apple TV, das ist natürlich ein bisschen weit gegriffen. Wir kennen auch viele Funktionen schon von den Konkurrenten. Doch trotzdem finde ich, dass Apple mit der ersten Version dieses neuen Konzeptes das schon ganz gut hingekriegt hat, das neue Apple TV. Wer auf Hardwarefunktionen wie 4K wartet, der muss tatsächlich noch auf eine neue Generation des Apple TV warten. Dagegen werden wir Softwarefunktionen sicher auch noch nachgerüstet bekommen. Das neue Apple TV macht aber schon sehr Spaß. Ich benutze jetzt auch öfter wieder Apple TV als meinen Fire TV Stick von Amazon. Also Apple hat es schon ganz gut einen ganz guten Start hinbekommen. Wir stellen euch die Apps, Spiele, vieles mehr noch in anderen Videos vor auf Giga. An dieser Stelle war es das erstmal von mir. Ich bin der Sebastian, wir sind Giga. Servus, macht's gut.